Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo, wir haben es geschafft. Mein Freund und ich, wir haben es erfolgreich geschafft, dass wir eine Wohnung beziehen können. Und ja, es war ganz schön anstrengend, da ich meinen Urlaub schon verbraucht hatte und somit blieb mir nur das Wochenende übrig, um eine Wohnung nach unseren Belieben einzurichten. Ist aber alles gut gegangen. Auch den Mäuschen geht's gut, die haben sich mittlerweile auch schon eingelebt. Jetzt werdet euch wundern, warum, weil es ist ja eigentlich eh ihre Voliere, die sie haben. Aber die Raumdüfte, der Raumduft an sich, nichts Parfümiertes, aber jeder Raum hat ja seinen Duft. Der ist eben anders, fremd für sie gewesen und jetzt mittlerweile haben sie sich daran gewöhnt. Sie bauen auch wieder brav in ihrem Gehege herum, also in ihrem Voliere herum und sind glücklich. Das freut mich auch und ich bin auch glücklich. Mein Freund ist auch glücklich, wir sind alle glücklich und um unser Glück weiter auszubauen, werden wir jetzt hier weiter zocken, endlich. Ach ja, das nächste Coole ist, wir haben ein echt starkes, tolles Internet. Es ist jetzt ungefähr 5-mal stärker, also schneller, als unser vorheriges. Und ich glaube, gefühlte 8-mal stärker, / schneller als bei mir zu Hause. Und ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, die Parts schießen jetzt nur so auf meinem Kanal in die, herum. Also werden hochgeladen, meistens jetzt schon 2 Parts hintereinander, weil ich einfach jetzt ein bisschen aufholen möchte. Durch den Umzugsstress hatte ich keine Zeit zum Hochladen, aber das kommt jetzt alles nach und nach. Und wenn ihr dieses Video hier sehen und hören tut, dann ist wahrscheinlich schon circa eine Woche her, wo ich das aufnehmen werde. Ich werde mich beeilen mit dem Hochladen, dann geht es schneller, aber so circa in etwa wird das dann so sein. Jo, weil es sind, glaube ich, noch 6 Parts ausständig, die ich hochladen muss. Also, werden wir sehen. Werden wir sehen. Jetzt wollte ich gerade schauen, ob uns ein Bart wächst. Das wäre lustig, als man, wenn du im Spiel wirklich, wenn die Tage vergehen, dass dir echt der Bart wachsen anfängt. Ha, dass du wirklich mal zum Friseur musst, oder na, wie heißen die? Barbier, ne? Und dir einmal den Bart rasieren musst. Oder selber halt, ne? Mit so einem Rasiermesser. Das wäre echt cool. Naja. Es sind Details. Egal. Wir sind ein strammer Held und sind gerade in Goliath, weil ich das sehen kann. Was wollte ich eigentlich hier? Schon ein Zeitl her. Haben wir eine Mission, die wir machen wollen möchten? Falsch, das da war. So. Eda. Was hätten wir noch? Das Gesetz der Berserker. Spurensüche, das können wir machen. Aufbruch zu fernen Ländern. Na, barabara. Bericht aus mindestens 2 der großen Städte bringen, damit er im Bilde ist. Jo. Was hätten wir denn? Ah ja, Ignaton. Was wäre hier? Überlebenspaket. Was hätten wir in Tavar noch? Mutpröbchen. Eine versprengte Einheit. Ach du Heilige. Gemacht. Ja. Puh, wir haben dann doch ein bisschen was zu tun, ne? Gefährtenmäßig. Achso, das ist ja wieder das mit der Bombe, ne? Gefährte, da muss man aufpassen. Und Hauptmission Big Bang. Das ist eine Hauptmission, müssen wir vorsichtig sein. Die macht er mit. Gibt es einen strategischen Grenzen? Bla bla bla. Bla bla, Stützpunkt, bla bla bla. Bla, für mich zu kämpfen. Aha. Also sprich, wenn man neue Gefährten haben, werden wir sie gleich dorthin schicken. Okay. Na Fisch, ich würde sagen, wir machen weiter in Edan. Wir machen weiter bei den Berserkern einmal fürs Erste, da wir ja schon stehen. Bleibt uns nur die Spurensuche, ne? Hakon möchte, dass ich mich auf die Suche nach ein paar versprengten Alps begebe. Sie haben einen seiner Trupps überfallen und er will, dass sie verschwinden. Ach so, na, das können wir nicht machen. Das hatten wir schon vorgehabt, oder? War das nicht die, wo ich dann so kläglich verreckt bin? Dann geht es der Wahl nicht. Ja, dann würde ich sagen, können wir nach Ignaton, ne? Nahrung für die Kleriker.
Können wir das theoretisch machen, ne? Tun wir gleich ausrüsten. Rüste, rüste. Und machen wir uns gleich auf den Weg, würde ich sagen. Dahin. Ja, bleibt uns eh nur der Teleporter da oben. Und dass wir hoffen, dass wir da lebend rüberkommen. Am besten ein Stück zurück und dann hier runter. Dann können wir die Lava hier ausweichen. Wobei, hier gibt es eh eine Brücke. Ah, können wir querfeld einlaufen. Das passt schon. Also, bohrt man es mal zum Hort. Hui! Meine Güte, 5 Minuten schon wieder um, ne? Haufenweise gelabert und nichts passiert. Jo. Ein bisschen stärker wäre noch schön, wenn wir wären. Ach ja, hätte ich vielleicht was lernen wollen? Ich bin mir gerade voll unsicher. 15 ist noch nicht da. Na, können wir nichts lernen. Bild brauchen wir noch, bis wir Level up haben. Da passt das schon, was wir da jetzt vorhaben. Alles gut. So. Das zu dem. Ich würde mir gerne so einen Kampfroboter ausbauen. Das wäre ehrlich gesagt auch ein cooler Begleiter. Und da zischt er. Ja, cool ausschauen tut sie schon. So, können wir da beten. Beten und Spende da bieten. Können wir nochmal beten. Hui! 210 Erfahrung. Schön. Wallfahrtsschrein. Ja. Da wären wir glatt gläubig, ha? Jesus, Mutter, was sind das da unten schon wieder für Viech? Ich glaube, ich speichere mal kurz. Momentele. Bevor ich wieder drauf gehe. Ach, das passiert so und so. Habt's recht, das passiert so und so. So. Schön gespeichert. Dann würde ich mal sagen, Ray. Schau mal, ob das Viech einen Totenkopf hat. Höchstwahrscheinlich, so wie es ausschaut. Ja, freilich. Jojo. Packen wir das. Mach mal Damage. Ich glaube ja. Oh, schaut nicht so schlecht aus. Wenn wir schnell genug sind, kann man es vielleicht erlegen. Ich muss nur Ray ein bisschen auch mal arbeiten lassen. Wow. So. Der Baumstamm kommt uns gerade super entgegen. Und? Jawohl, Schildblock hat er hingehauen. Jetzt hat er hingehauen. Hingehauen. Ja, ja, ist gut. Aber ausschauen und die Viecher cool. Kannst du sagen, was du willst? Ja. Es geht nicht unbedingt zu labern. Hier. Das ihm muss ein Raufschlangen. Also wieder rauf zur Wiese und so, ne? Ja, muss ich mich scheiße. Genau. Und ein Quee. Aha, schon spät. Zack, aber jetzt. Schildblock oder so. Komm, Ketcher. Komm, mach. Wusch. Hey, Ray, du darfst nicht abbiegen. Wir brauchen die ja noch. Hallo, Viechlein. Na, komm her. Wo rennt denn hin? Gimpel? Hallo. Wo rennst du hin? Wow, die Lava. So, geil hammern. Wenn es gut läuft. Bam. Komm, laden. Energie. Ich glaube, Ray ist wieder da. Schön. Zack. Jawohl. 90 Erfahrungspunkte. So muss das ausschauen. Steinklaue. Naja, gib her. Oh, Hornplatte, Kralle und Zähnchen. Sehr gut. Ich sag's ja, aber ausschaut und sie echt cool, die Viecher. Muss ich echt sagen. So, ich möchte was essen. Haben wir hier noch gebraten? Ha! Na, das war ein Trank. Entschuldigung. Naja, dann trinke ich mal halt. Ist auch wurscht. Ich wollte eigentlich nur ein Stück Fleisch essen. Aber kann ich theoretisch immer noch. Und zwar mit der 4. So. Okay. Ich glaube, das kann ich speichern. Ha. Ja, sehr gut. Fängt schon super an. Wir sind noch nicht verreckt. Okay. Und dann gehen wir schirmer weiter, würde ich sagen. So, in die Richtung ungefähr. Sehr, sehr gut. Läuft gar nicht schlecht für uns. Lalilalila. 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 Servus. Das war jetzt ein Blutköter oder so, ne? Kralle, so. Blutköter, ja. Genau, Blutköter. Und? Geht was? Mit Quee? Au. Sag mal, spürst du? Ja, aufpassen. Aber jetzt, ja? Booms. Jawohl. Voll in die Backentasche. Wow.
Au! Mistviech! Ein ländiges. Na, würdest du schlagen? Au! 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 Wenn er mal eins von den Viechern abnippeln würde, wäre schon cool. Jetzt muss ich schon wieder voll aufpassen, dass ich nicht abnippel. Ich trinke mal was. Und zack, geht schon. Au. Zack, zack, zack. Haben wir's? Ja, passt. Zahn, Kralle, Knoche und rohes Fleisch. Knoche, genau. Knochen. Knoche. Mhm. Ja. Kennst du Knoche nicht? Mhm. Großes Heilkraut. Sauber. Lalala, lalila. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich renne nur von einer Blume zur anderen. Und speichere leider schlecht. Danke fürs Erinnern. So, speichern. So. So, so, so. Da drüben haben wir noch ein Viech. Zwei Viecher. Irgendwas kämpft da drüben. Zack, zack, zack. Ja, okay, das war ein Schuss in den Ofen. Zack. Komm her. Zack, zack, zack. Geil, Hammer. Geil, ist erledigt. Jawohl, Ray. Voll in den Rücken rein. So kehrt sich. Aua. Mistviech. So kehrt sich das. Ins Kreuz rein. Da ist am besten. Haben wir ihn ausgelootet? Ja, ich glaube, das passt. Hui. 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 So, wen haben wir denn da? Ein Händler, glaube ich. Hallo. Hallo, Fremder. Bevor du weiter in die Wildnis ziehst, solltest du deine Vorräte aufstocken. Ich habe alles, was du brauchst. Das wär sehr nett. Dann zeig mal, was du hast. Was hast du mir anzubieten? Alles, was ein Abenteurer wie du brauchen könnte. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ein Zepter. Nein, danke. Karlans Hammer. Wäre ein bisschen stärker als dem, das wir da haben tun. Aber meh. Meh. Ein Plasmagewehr, na, das können wir uns schenken. Das geht auch nicht. Energieschild. Schwere Lederkapuze. Stoffkapuze, was war da? Schachterhemd. Naja. Plus eine Rüstung, das ist halt echt teuer, ne? Aber Heiltränke wären nicht schlecht, würde ich sagen. Was wird man denn, was hätte man denn zum Verkauf anzubieten? Die Handgranaten sicher nicht, die brauche ich noch. Graffel? Haben wir überhaupt irgendwas zum Hergeben? Steakteller, na, den will ich selber behalten. Ich will uns erst einmal das Fleisch wegfuttern, dann gibt's Barfood. Ich glaube nicht, dass wir viel klumpert haben zum Hergeben. Alchemie müsste ich wieder mal machen, wenn es möglich ist. Feder, Krallen. Oh, Krallen, Zähne hätten wir gar nicht so wenig. Elektroschrott, Metallschrott, das ist ja zum Basteln gedacht, ne? Das will ich nicht hergeben. Ah, weißt was, lassen wir es gut sein. Dankeschön, wir brauchen nichts. Für die Havara. So. Was haben wir hier? Einen Ray, genau, den will ich nicht looten. Ich will eigentlich den Goldbrocken haben. So, eine Öllampe, die können wir immer brauchen. Und ein Geldbündel, jo. Gut, dann würde ich sagen, wir hatschen weiter. Was war das jetzt für ein komisches Geräusch? Naja. Larara. Da unten brennt's doch. Halt, davon haben wir nochmal so einen Kerl. Ich sehe dich. Würde ich sagen, hau man doch aufs Go-Shuttle. Ah, das wäre anders. Warte kurz. Warte kurz. So, so. Müssen wir uns mal den Weg durchkämpfen, bis wir unten sind beim Quest, ne? Bei der Quest, Gegenstand, Item, Mensch, was auch immer. Jo. Ich sollte vielleicht auch was trinken. Warte mal, was nehmen wir denn? Nehmen wir den, da haben wir so viel. Hallo! Du Gimpel, hey, warte mal. Hat der jetzt gerade was umgehauen? Das ist, bist du? Ja, klar. Au, au. Aber der hat nicht so viel Damage schon mal reingehauen wie das andere Viech. Vielleicht haben wir eine Überlebenschance. Das würde mich sehr freuen. Aufs Rohschatten. So, gehen wir Vollgas. Und
Busch, jawohl. Oh, ich muss mal kurz ausweichen. Ich sollte mir mal ein kleines Tränkelein gönnen. Da. Halt, Viech, stopp. Hallo. Mist, Viech. Ja, ja, auf zum Aufringen. Da. Auf die Gosch. Hui. Und zack. Und vielleicht... Ah, geht noch nicht. Okay, aber jetzt. So, schupfen wieder weg, wenn es geht. Komm. Wusch. Jawohl. Müssen aufpassen, dass der Händler da ist. Hat uns die Beute wegschnappt. Das wäre gar nicht gut. Aber, das haben wir ihm wehgetan. Haut er uns jetzt weg oder haut er das Vieh weg? Das ist die Frage. Das wäre jetzt nicht gut, wenn wir die uns nicht kriegen. Wir müssen warten, bis die Händler vorbeigehatscht sind. So. Kluge Entscheidung. Haben wir es bekommen? Ich hoffe. Ihr nervt's. Geht's weiter, ihr depperten Händler. Ich hoffe, dass wir die Erfahrungspunkte jetzt gekriegt haben. La 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 la. Ist das Schwefel? Tatsächlich. Das hat mich gerade so angelacht. Da musste ich nachschauen gehen. Was haben wir denn da vorn? Noch ein Viech. Ja, ich muss alles plätten. Wir müssen alles ausrotten. Ja. Mhm. So. La la da da. Wen haben wir denn da? Bist du das so ein Blutviech? Ich glaube nicht, ne? Na, ein Reißer. Oje. Aha, der hält schon was aus. So. Ray, du bist dran. Du bist so ein Pokémon, ne? Au! Oh, der hält echt was aus. Was? Oh. Was? Scheiße. Ja. War klar, dass wieder abnippel. Das muss einmal im Part muss das sein. Okay, der ist ganz schön stark, aber ich will es trotzdem umhauen. Immerhin liegt es auf dem Weg, das Viech. Vielleicht esse ich noch was. Vielleicht auch ein Steam. Haben wir eh so viel. Und jetzt können wir Alchemie auch. Ich sage immer Alchemie. Ich kümmere mich. Hey! Ja. Wurms! Oh, der hat gesessen. Ja, den kriegen wir vielleicht klein. Könnte vielleicht was werden. Mit ein bisschen Glück. Und? Okay, Quick geht sich selten aus. Jetzt wenig Energie. Also Ausdauer halt, ne? Zack. 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 Vielleicht jetzt, ja? Wurms! Jawohl! Und zack! Jawohl! So viel dazu. Mistviech. So! Da drüben ist noch ein Kraut. Ich sollte... Ja. Wir sollten jeden kleinen Erfolg speichern. Vor allem ich sollte das machen. Ja. Ja. So, was haben wir denn hier für ein Unkraut? Ja, das ist echt Unkraut. Ich habe jetzt echt gedacht, da wächst was. Nein, tut es nicht. Okay. Da grummelt schon wieder irgendwas rum. Also kalt wird es einem hier nicht, ne? Aha, davon ist noch ein Viech. Ich sage, ihr müsst alles mitnehmen. Alles. Alles, was geht, wir müssen alles mitnehmen. Wir brauchen Level Up. Mehr Mistviech. Zack, zack. Oh, es sind zwei. Wie immer halt. Ich weiß jetzt übrigens, haha, ganz vergessen zu erzählen, wie man Munitionchen wechselt. Na, das darf halt wahr sein, ne? Kommt die Zocki drauf. Ja, ich habe es geschafft, mal zu lesen, ohne dass ich es drauf vergessen habe. Mit der F-Taste sollte das funktionieren. Also scheinbar Waffe ausrüsten, F-Taste drücken und die Geschichte hat. Dann kann man Munition wechseln. Ich habe zwar auf die F-Taste gedrückt gehabt, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber irgendwie hat das da nicht hingehauen gehabt, getut. Wird schon werden. Wird schon werden, bei passender Gelegenheit probieren wir das mal aus. Es soll die F-Taste sein, mit der kann man Munition wechseln. Naja, muss eigentlich warten. Probieren wir es doch gleich aus, oder? Also, wir rüsten aus die M-Brüst. So, und zwar mal hier hin. Probieren wir es gleich mal. Und 3. Und jetzt das soll mit F. Schau, und es wechselt schon. Siehst du?
kann man mal zuschauen, wie der Wechsel tut. Zack, zack. Ne? Geht hier ganz gut. Aha, okay. Da hatte ich schon Angst, dass wir was verbrauchen tun. Aber dem ist nicht so. Also, Waffe ausrüsten. Also anlegen halt, ne? Und mit der F-Taste kann man die Munition wechseln. Passt. Haben wir das auch geklärt. So. Ich bin da falsch. Genau, ich bin vom Weg abgekommen. Rotkäppchen ist ein Dreck dagegen. So, hier rüber. Ja, da wächst ein Unkraut. Kleines Mana-Kräutchen, nehmen wir mit. Aha, davon haben wir den nächsten Deppen. Passt, das heißt, wir tun wieder speichern. So, so. Und der Part ist zu Ende. Oh, es tut mir leid. Ja, das Spiel ist groß, ich weiß. Wir müssen viel umhauen, wir brauchen viel Erfahrungspunkte. Wie weit ist denn weg von Stufe aufgestiegen? Ach du Heilige, ihr habt nichts gesagt. Okay, ihr Lieben, dauert halt. Ja, das war's leider wieder für heute. Aber macht nichts, wir kriegen das schon hin. Habe ich jetzt das Schild ausgerüstet? Nein, aber jetzt. So, muss alles passen. Ja, wir kommen langsam näher an unseren nächsten, Quest. An die Händler, glaube ich, waren das da unten. Ja, kann nur vorwärts gehen. Ihr Lieben, in diesem Sinne bedanke ich mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Ertragen und Erdulden meiner Fails. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!